habe die Ehre, ein neues Tutorial, was sich jetzt schon sehr viele des Häufigeren gewünscht haben und ich mich auch lange davor gedrückt habe, weil Flüssigkeiten, das ist eine Wissenschaft für sich. Und darüber reden wir jetzt hier in diesem Video. Einmal über meine Erfahrungen, das, was mir am häufigsten immer begegnet, was ich am häufigsten immer brauche dafür und wo ich mein Wissen her habe. Weil ich habe mein Wissen ja mir nicht irgendwo aus der Nase gezogen, sondern ich habe mich ja auch erstmal schlau lesen müssen. Nicht nur durch eigenes Probieren, sondern auch durch Lesen. Und zwar gibt es unter Ausrufezeichen SafeGame bei mir im Twitch-Chat einen Google Drive von mir. Unter SafeGame, da findest du nämlich nicht nur meine SafeGames, wenn du dir da mal reingucken willst, sondern da gibt es auch die Pipeline Manual. Das hat einer ganz freundlicherweise mir zur Verfügung gestellt, derjenige welche, wird jetzt hier unten eingeblendet. Vielen Dank dafür. Er hat es auch noch gleich auf Deutsch übersetzt, ist eigentlich englischsprachig und die Anleitung ist ziemlich gut. Da kommt man auch sehr in extrem viele ganz spezielle Geschichten rein, ich habe einiges davon nicht brauchen können. Das, was ich jetzt am häufigsten gebrauche und was ich dir natürlich auch immer wieder empfehlen kann, das schauen wir uns jetzt in dem Video an. Und vor allem, wir starten das Ganze gleich mit einem, ich sage jetzt mal, mit einem kleinen Experiment. Denn ich habe hier nämlich schon was im Wald einmal schon mal vorbereitet für das Ganze. Habe hier eine Pipeline gelegt, habe einen Kanister einmal vorlaufen lassen und hier klären wir jetzt nun mal die Frage. Wir gehen jetzt gleich einmal den Weg hier einmal ab. Es ist nämlich nicht allzu kurz, was ich jetzt hier an Röhrchen verlegt habe. Das geht hier nämlich einmal durch den Wald hier durch, dann hier durch die durch den äußeren Bereich von der Steinwüste, geht dann hier hinten wieder hoch und überhaupt gar keine Pumpen dran, kein gar nichts. Und dann schauen wir mal, ob dieser Kanister voll wird. Ich habe übrigens noch eine Linie hier gezogen, damit man sieht, es ist alles auf der gleichen Höhe. Und das werden wir jetzt einmal anschließen und am Ende vom Tutorial einmal kontrollieren, ist das hinten vollgelaufen. So, jetzt erst einmal anschließen, Rino. Jetzt konnte es einmal schön vor sich hinfließen. Ich habe das so gemacht, dass 600 die Minute durchfließt. Und wie gesagt, am Ende schauen wir mal, was hinten angekommen ist. Aber jetzt zum eigentlichen Teil des Tutorials. Weil, also der Anfang hier, der macht einmal eine Beweislage. Auf die kannst du dich auch ziemlich gut verlassen. Aber wir werden es sehen. Ich habe jetzt hier einmal so ein bisschen was vorbereitet. Einmal die Grundlagen. Einmal, wo ist alles drin? Wo kommt was raus? Wo könnte vielleicht noch was rauskommen? Weil da hinten steht ja noch was Größeres rum. Was können wir auf jeden Fall brauchen? Was gibt es da für Eigenschaften? Jetzt schauen wir uns erst einmal an, was wir so an Röhrchen haben. An Röhrchen haben wir ja einmal das MK1-Rohr mit Indikator und einmal ohne Indikator und MK2 und ohne Indikator. Der ohne Indikator ist halt quasi, dass halt einmal hier dieser Knubbel in der Mitte, der sich ja sonst immer bewegt oder wo du sehen könntest, was für ein Inhalt in dem Röhrchen drin ist, der ist halt hier bei den beiden, ist der weg. Seit Update 8 können wir jetzt halt auch komfortabel sofort die Röhrchen auf den Boden hinlegen. Wir müssen nicht erst einmal eine Halterung hinmachen und dann erst das Röhrchen hinlegen und dann hoffen, dass man es richtig gemacht hat. Nein, das geht jetzt halt gleich sofort. Und noch so eine wichtige Besonderheit, die Pipeline-Kreuzung, die hat nämlich keine Durchflussbegrenzung. Also es ist jetzt halt egal, ob du jetzt halt so jetzt zum Beispiel diese Geschichte hier anschließt. So in etwa. Das wäre der Kreuzung völlig egal, wenn du jetzt hier natürlich nochmal MK2-Röhrchen drin hast. Da könnte man jetzt zum Beispiel so einen Durchfluss machen. Zum Beispiel. Also wie gesagt, man kann sich das da auch nochmal ins Gedächtnis rufen, dass diese Pipelines, diese Kreuzungen keine Durchflussbegrenzung haben. Die richten sich nicht nach den Röhrchen, sondern sie haben einen eigenen Kopf. Wo kann man das benutzen? Ich kenne leider keinen einzigen Fall, wo man das benutzen könnte. Weil in jedem Fall könnte man nämlich bei längeren Aufbauten, könnte man einfach dann wieder ein neues Röhrchen wieder frisch anschließen, anstatt das Ganze dann ineinander gekoppelt drin zu haben. Also sprich, dass man zum Beispiel sowas hat, dass man hier jetzt mehrere Abgänge hat. Diese Maschinen, die hier dran wären zum Beispiel, die hätten dann einmal die richtige Menge angeschlossen. Also wir sagen jetzt halt hier, vorne brauchen wir 600, hier hinten brauchen wir auch 600. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier das MK2-Röhrchen hier vorne anschließen für 600 und hier für 600, kann man sich jetzt diesen Mittelteil auch sparen. Das ist Kupfwegsprünge, sagt man da. So, und dann gibt es natürlich auch noch so, sag jetzt mal so gewisse
Arten der Aufbewahrung. Einmal den normalen Flüssigkeitsspeicher und den industriellen Flüssigkeitsspeicher. Der Mengenunterschied ist schon gravierend. Die Durchflussrate ist eigentlich von deinen Röhrchen begrenzt. Du bekommst jetzt hier in den Flüssigkeitsspeicher nur 400 Kubik Wasser rein oder Flüssigkeit im Allgemeinen. Du kannst hier unten erkennen, wie viel gerade reinfließt, Abflussrate, wie viel gerade rausgeht und halt quasi, ob mit Netto unten, ob ein leichter Zulauf ist oder ob ein leichter Abfall ist oder ob es halt einfach komplett einmal durchgeht. Hier beim Großen selbstverständlich genau dasselbe, nur hier mit dem Sechsfachen an Flüssigkeit, was hier reinpasst. Im Übrigen Gase genauso. Wo wir gerade kurz bei dem Thema sind, Gase verhalten sich jetzt nicht wie Flüssigkeiten, weil Gase, dem Stickstoff, dem ist es nämlich egal, wie hoch es geht. Das braucht keine Pumpen und verhält sich nicht wie Flüssigkeiten. Aber bloß, dass wir das Thema mal ganz kurz mit Stickstoff nochmal angeschnitten haben. Für Stickstoff, glaube ich, werde ich nochmal einen Short machen. Oder vielleicht ein bisschen kurz was Ausführlicheres. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Es gibt da nämlich so, ich sage jetzt mal so ein, zwei kleine Tricks, wie man das, wenn man das mit dem Zug transportiert, wie man da Probleme aus dem Weg geht. Jo. Was gibt es jetzt noch hier in dieser ganzen Schoße? Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch noch Pumpen. Die MK1 und die MK2-Pumpe, die unterscheiden sich natürlich auch wieder relativ gravierend, haben aber auch eine maximale Durchflussrate von 600 Kubik die Minute. Allein die Höhe unterscheidet sich. Wir haben jetzt hier einmal die maximale Höhe, 20 Meter, und dann das, was sie tatsächlich leistet. Sprich, du siehst dann hier, geht die Flüssigkeit dann da die über diese 20 Meter hinaus? Wenn es diese 20 Meter natürlich überschreitet, hast du natürlich ein Problem. Selbes Problem natürlich auch wieder mit der MK2-Pumpe, die geht 50 Meter, natürlich das über das Doppelte. Hat hier auch 600 Kubik als maximale Durchflussrate. Also wie gesagt, beide sind da relativ gleich, denen ist das relativ wurscht. Aber was machen wir jetzt, wenn wir jetzt da ein Röhrchen nach oben setzen und wie verhalten wir uns dabei? So, dazu werde ich jetzt mal einen kleinen Aufbau machen. Das lässt sich hier einfach schnell einmal zeigen. Einmal die Pumpe hingesetzt. Wenn wir jetzt einfach hier mal ein Röhrchen nach oben bauen und dann schauen wir mal, wo quasi die Höhe wäre. Natürlich in die richtige Richtung. Machen einmal den Linksklick und schon sehen wir, oh, 20 Meter, gefährlich. Das ist gar nicht so hoch, wie man meint, beziehungsweise das geht gar nicht so hoch, wie man eigentlich wollte. Aber jetzt sagen wir mal, du musst jetzt in diesem Szenario, du musst jetzt mit dieser Pumpe, mit der MK1-Pumpe arbeiten, setzt du diese hin und jetzt haben wir ja hier quasi den Knupsi dran, wo quasi die Höhe festgelegt wäre und das hier ja auch festsnappen würde. Kann ich nicht empfehlen, weil die Pumpe, die muss unterhalb der ganzen Sache sein. Du kannst das natürlich auch ein bisschen näher nach oben bringen. Also der Knupsi sollte da ungefähr, ja, so ungefähr hier in dieser Höhe sein. Wir können uns das jetzt mal noch ein bisschen genauer angucken. Also niedriger, also beziehungsweise hier Höhe in den Knupsi reinsetzen würde ich es nicht. Erstens mal snappt sowieso hin. Und zum anderen ist das Problem, die Pumpe muss komplett unter Wasser sein, damit die auch wirklich 100% die ganze Zeit durcharbeitet. Man muss ja vorstellen, das Wasser kommt unten ein bisschen an, es sprudelt da vor sich hin und die Pumpe sagt, da wird aber ziemlich viel Luft mit nach oben mit gepumpt, das geht überhaupt nicht. Und dann funktioniert die Pumpe nicht richtig und wir können dann die nächsten Höhen nicht ordentlich überwinden. Wir sehen es übrigens hier auch wieder, geht natürlich hier im gleichen Schritt weiter. Sollte man ein bisschen drunter bleiben und dann hast du mit dieser Höhenüberwindung keinerlei Problem. Selbes gilt natürlich für die MK2-Pumpe. Das ist 1:1 genau dasselbe. Bloß halt, dass sie die Förderhöhe unterscheidet. Den Stromverbrauch zwischen MK1 und MK2-Pumpe, den kann man eigentlich relativ vernachlässigen. Statistik sagt jetzt nämlich hier, MK1-Pumpe braucht 4 Megawatt und die MK2 braucht das Doppelte. Es macht hier natürlich die Menge aus. Wenn du 10 Pumpen hinsetzt, 80 Megawatt. Und jetzt haben wir einen kleinen Kameraden, der, ich sage jetzt mal, viele meinen, du brauchst es. Ich sag, du brauchst den eigentlich so gut wie überhaupt nicht. Ich bin jetzt schon seit einigen, soll man sagen, ja, so seit gut 2000 Stunden dabei, dass ich den nicht benutze. Ist, wenn die Röhrchen voll sind, ist es überhaupt gar kein Thema. Mir würde auch jetzt auch so gar kein Szenario einfallen, außer dass man das als günstigen Rückschlagventil hernimmt. Aber zum Durchfluss begrenzen eher mehr semi das Ventil. Das Ventil reagiert übrigens genauso
beim Bauen genauso auch wie die anderen Sachen jetzt. Du kannst sie auch an die Decke hinbauen, an die Wand hinbauen, ohne irgendwelche größeren Probleme. Das geht jetzt zum Glück seit Update 8. Jetzt schauen wir uns mal das Ventil an. Da haben wir jetzt hier unsere Durchflussrate und die maximale Durchflussrate. Die kannst du jetzt hier einmal begrenzen. Das ist, ja, ich meine, man erwartet so gewisse Sachen hier bei der ganzen Chose hier, wenn du jetzt hier genau einstellst, ja, ich brauche diese Maschine, braucht 2,5 Kubik von irgendwas mehr, dann da ein bisschen mehr einstellen. Das Problem liegt an den Röhrchen. Wenn das Rohr nicht voll ist, hast du ein Problem, weil die Ventile reagieren dann anders, wenn das Rohr nicht voll ist und nicht genügend Druck da ist. Deshalb kann ich nur davon abraten, Ventile herzunehmen. Du hast ein richtiges Problem, wenn deine Maschinen nicht, also wenn das Rohr nicht voll ist und der Druck nicht hoch genug ist. Wie gesagt, lieber die Finger davon lassen, aber wir schauen uns mal ein Beispiel davon an, was jetzt das Ventil macht, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst das jetzt unbedingt hernehmen. So, und jetzt mit unserem Wissen, dass dieses Röhrchen natürlich, beziehungsweise das Ventil ja hier solche Probleme macht, habe ich jetzt hier zwei Szenarien aufgebaut. Einmal Szenario 1 und Szenario 2. Beide Male ist die Menge gleich und bei beiden ist bei beiden das Ventil gleich eingestellt. Aber Szenario 1 ist es nicht voll und beim Szenario 2 ist das Rohr voll. Jetzt mal überlegen, wie viel würde jetzt quasi drüben ankommen, wenn du jetzt das Ventil hast. Das hast du auf 120 Kubik die Minute begrenzt. Was passiert jetzt? Ja, da passiert jetzt nun Folgendes, dass in Szenario 1 das Rohr ist nicht voll, mit den 240, die hinten rankommen, und das Ventil lässt dann nur 60 durch. Wieso? Ist so. Wenn das Rohr voll ist, funktioniert das Ventil wie erwartet. Wo habe ich diese Infos her? Einfach dann ins User Manual reingucken. Ich habe dieses Beispiel da komplett 1:1 rausgenommen. Wie gesagt, lieber die Finger weglassen von Ventilen. Im Grunde genommen brauchst du die überhaupt. Jetzt habe ich hier nochmal ganz kurz zwei Beispiele auch nochmal rausgenommen vom Durchflussregler. Ich habe die bei mir auch schon des Öfteren mal aufgebaut und versucht zu sehen, bringen die überhaupt was? Also ich habe in meinen Stunden, wo ich das ausprobiert habe, ich habe da weder Vor- noch Nachteile drin gesehen. Eher das Problem, dass du natürlich da auch wieder gucken musst, dass erstmal die Flüssigkeitsspeicher voll sind und dass das Ganze erstmal läuft. Also von meiner Seite aus, das ist zwar nice to have und nice to know, aber wieder so eine Geschichte, könnte ich jetzt nicht unbedingt gebrauchen. Also ich für mich jetzt gebrauchen, wenn du schwankende Ein- und Ausgänge hast und die Flüssigkeiten nicht ordentlich ankommen, wäre das eine Möglichkeit jetzt zum Beispiel mit dem linken oder mit dem rechten Aufbau. Wie gesagt, dazu einfach im Manual nochmal nachgucken. Seite ist markiert oben. Kannst du das selber nämlich angucken, ob das was für dich ist und ob es was bei dir bringt. So, und jetzt gibt es was eher Unwissenschaftlicheres. Einmal die ganzen Stützengeschichten, die wir hier haben. Einmal das zum Stapeln, dann hier die, dass du an der Wand was befestigen kannst. Einmal einen Durchfluss durch den Wand und einmal durch den Boden. Ein paar davon wirst du leider freischalten müssen im Awesome Shop. Aber das kriegt man mit der Zeit hin. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ist ziemlich praktisch, was du kaufen kannst. Würde ich dir unbedingt empfehlen. Hol's dir, erspar dir ein bisschen Clipping und dann geht's wieder weiter. Jetzt werden wir uns mal die Gebäude anschauen, wo überall Flüssigkeiten rein und rausgehen. Wo die Flüssigkeiten reingehen, ist genau dasselbe Symbol wie bei den Förderbändern, diese drei Striche einmal und bei dem Ausgang einmal diesen grünen Pfeil hier. Weil ich wurde extra deswegen einmal gefragt, wo man was anschließt. Jetzt weißt du es. Hier in der Umfüllanlage hast du wahnsinnig große Möglichkeiten, etwas zu verpacken oder zu entpacken. Hier muss aber ganz dringend ein Kreislauf stattfinden, damit die Kanister bzw. die Behältnisse, zum Beispiel für den Stickstoff, das ist ja aus Alu hergestellt, dass die wieder in den Kreislauf wieder zurückgehen, dass sie wieder befüllt werden und wieder entpackt werden. Da möchte ich persönlich jetzt auf die einzelnen Sachen hier jetzt nicht unbedingt eingehen, aber ganz wichtig, schau dir zum Beispiel mal die Zahlen an. Hier kriegst du nur 30 durch. Ist nicht viel. Wie gesagt, einmal die ganzen Zahlen einmal durchschauen, was wäre vernünftig für dich und vor allem, wo braucht man es zum Beispiel?
Also ich könnte sowas zum Beispiel empfehlen, wenn du sagst, du möchtest jetzt Öl oder in am besten Fall natürlich Stickstoff transportieren mit dem Zug, ist verpackt vielleicht keine schlechte Alternative. Allerdings zum Beispiel jetzt beim Öl wirst du ziemlich viele Umfüllanlagen brauchen, um überhaupt auf die Zahlen zu kommen. Hat natürlich seinen Vorteil, ist natürlich wieder mit dem Kreislauf wieder verbunden. Muss man dann selber entscheiden. Also mit Stickstoff kann ich es dir sehr nah ans Herz legen. Das ist was Gutes mit dem Stickstoff verpacken und entpacken. Es macht auf größere Distanzen macht's auf jeden Fall mehr Sinn. Dann haben wir unseren alten Freund die Raffinerie. In der Raffinerie haben wir natürlich hier vorne und hinten natürlich wieder die Ein- und Ausgänge. Hier hinten den Eingang, da vorne die Ausgänge. Ist wohl hoffentlich jetzt allen klar. Hierin können wir natürlich mannigfaltig sehr viel machen mit unserem Öl, mit unserem Turbotreibstoff, mit dem Treibstoff, mit was auch immer hier. In unserer Fabrik machen wir sehr viel mit der Raffinerie und bis auf das, dass die Raffinerie relativ viel Strom braucht, ist das eigentlich ein gut schnuckeliges Teil. Jetzt kommen wir zu ein bisschen einer höheren Technologie und zwar zum Mixer. Der Mixer kam relativ, sag jetzt mal relativ spät ins Spiel, ist für, ja, sagen wir mal, für ein bisschen advancedere Geschichten. Wir haben aber auch wieder hier unsere Ausgänge, die Eingänge. Wir haben hier aber auch einen speziellen Fall beim Mixer. Wir haben zwei Flüssigkeitseingänge und zweimal Förderbandeingänge. Kannst du dir natürlich vorstellen, im späteren Spieleverlauf, es könnte ein bisschen haarig werden, auch mit dem Aufbau. Aber kein großes Hexenwerk, ist zum Schaffen. Ist überhaupt gar kein Problem, muss er überhaupt gar keine Angst vor haben. Und jetzt, ich habe ja noch erwähnt, wir haben ja da noch einen Kandidaten, wo wir noch überhaupt gar nicht wissen, was da drin passiert. Und zwar im Teilchenbeschleuniger haben wir nämlich auch einen Flüssigkeitseingang, aber keinen Ausgang. Was wird da wohl kommen mit dem Teilchenbeschleuniger? Ich weiß es nicht. Es lässt sich natürlich spekulieren. Vielleicht hast du eine Idee. Die Kommentarsektion ist offen für dich. Bitte mal ein bisschen Input, vielleicht weißt du da was, was ich nicht weiß. Und das macht uns dann zusammen heiß. Nein, Schmarrn. Und dann haben wir natürlich unseren Wasserextraktor. Die Ölpumpe habe ich jetzt in dem Fall eigentlich weggelassen, weil da kommt eh nur Öl raus. Verhält sich im Endeffekt genauso wie der Wasserextraktor. Der Wasserextraktor bringt dir 120 Wasser die Minute. Es wird allerdings hier beschrieben im Baumenü, dass der Wasserextraktor eine maximale Förderhöhe von 10 Metern hat. Diese Förderhöhe unterscheidet sich ziemlich gravierend von dem, wenn du jetzt zum Beispiel Power Shards reinlegst, also Energiefragmente und den Wasserextraktor übertaktest. Die stimmt dann nicht mehr. Ich habe es auch leider nicht rausgefunden, woran das liegt, wieso es das überhaupt macht. Ist dann mehr Druck drauf? Ich weiß es leider nicht, aber auf jeden Fall unübertaktet auf einen normalen Wert, also jetzt bis 120, pumpt dieser Wasserextraktor 10 Meter hoch das Wasser. Wo setzen wir jetzt nun diese 10 Meter an? Du kannst in etwa mit dieser oberen Kante ungefähr, kannst du mit 10 Metern rechnen. Hierzu einfach die 1 Meter Plattform nehmen und dann einfach nach oben zupen und schon siehst du, okay, bis dahin kann ich bauen, da geht das Wasser hin. Ein bisschen weiter drunter natürlich die Pumpe lassen, also sprich, dass du die Pumpe dann in etwas so in diese Höhe bringst, kann noch vielleicht ein bisschen höher werden, also dass du ungefähr so in dieser Höhe maximal bist, wenn du es jetzt direkt gerade nach oben baust, bloß dass du ein bisschen eine Idee hast, wie hoch kannst du es bauen, wie hoch sind überhaupt diese 10 Meter und vor allem, wo fängt es überhaupt zum Zählen erst an. Die Förderhöhe von den 10 Metern, die haben übrigens alle Maschinen hier intus, also die Umfüllanlage, die Raffinerie, der Mixer, der Wasserextraktor und die Ölpumpe, die haben alle eine maximale Förderhöhe von 10 Metern, unabhängig davon, dass natürlich hinten eine Pumpe dranhängen kann. Also, dass du das nochmal selber nach oben bringen kannst. Aber die Maschinen können selber noch 10 Meter überwinden. Das ist nicht viel, das immer im Hinterkopf behalten. Die 10 Meter dürfen nicht überschritten werden, weil sonst hast du nachher Probleme mit dem Durchlauf. So, die jetzt sich das Video von mir schon mal angeguckt haben, ist übrigens oben verlinkt, das mit dem Bauxit. Die werden sich vielleicht an so einen Aufbau oder ähnlich erinnern. Weil wir haben ja beim Bauxit-Rezept haben wir einmal Wasser im Alternativ, was wieder zurückläuft. Beziehungsweise im normalen Standardrezept geht auch wieder ein Restwasser wieder zurück ins System. Beziehungsweise manche, die es nicht wissen, die schreddern das. Finde ich äußerst uneffektiv.
Da haben wir nämlich eine bessere Lösung, weil diese Kreuzungen funktionieren, sobald sie so stehen und angeschlossen sind, funktionieren sie nämlich ein bisschen anders als erwartet. Weil wir gehen jetzt davon aus, dass die blaue Line der Rücklauf sind von den Maschinen, die quasi angeschlossen sind und jetzt das Restwasser wieder zurück in das System pumpen sollen. Dazu übrigens Pumpen, ganz großes Stichwort, du musst hier unbedingt eine Pumpe hinbauen. Ganz wichtig, weil sonst drückt das Wasser, was von hier oben ankommt, jetzt kommt ja eigentlich der Clou, wenn du jetzt halt hier hast, in der lila Pipeline hier, wenn du jetzt hier Frischwasser zuführen möchtest, muss hier genauso eine Pumpe hin. Diese Pumpe muss hier rüber pumpen, weil wenn du jetzt halt vorstellst, wir hätten hier hinten keine, würde nämlich das Wasser, was hier durchgeht, das würde sich nämlich auch hier in diese Richtung hinverteilen und der Druck wäre viel zu hoch für die Raffinerie oder für einen Mixer, dass er hier dagegen andrückt. Also hier muss ganz dringend eine Pumpe hin. Kein Ventil, eine Pumpe muss da hin. Das Ventil würde ja quasi nur sagen, jetzt hier ist Schluss, aber die Pumpe macht natürlich einen Druck. Selbstverständlich kann man dann, wenn man dann mehrere solche Röhrchen hat, kann man das Ganze hier auch noch hier x-beliebig erweitern, dass das hier weitergeht. Aber auch wichtig, es müssen genügend Pumpen immer bei den Eingängen drin sein. So, was passiert aber jetzt? Die Pumpe, die hier unten drin ist, beziehungsweise dieses Rohr, ist quasi die Priorität. Alles, was hier drin ist, wird erstmal bevorzugt. Das Rohr kann auch jetzt mal in diesem Fall natürlich voll sein. Jetzt sagen wir jetzt mal, da kommen jetzt 300 raus. Die langen jetzt halt hier auch für dieses Röhrchen. Und sobald dann hier ein Defizit im Blauen ist und mir hier quasi Frischwasser zubräuchten, reagiert diese Kreuzung dann so, dass dieses Wasser, was dann von oben ist, das fällt dann, muss es dir ungefähr so vorstellen, fällt dann das Wasser von oben nach unten durch, weil jetzt halt der Druck von unten, der nimmt der jetzt ab. Von oben geht's Wasser rein und drückt sich durch die Leitung weiter durch. Selbstverständlich funktioniert das dann hier oben auch. Sprich, dass diese Leitung, die hier unten drin ist, wenn da ein bisschen Wasser fehlt oder Flüssigkeit, würde diese Leitung von oben diese untere hier übernehmen. Also beziehungsweise befüllen. Das würde in diesem Moment passieren. Wenn das jetzt vielleicht ein bisschen zu undurchsichtig ist, weil jetzt natürlich nur nichts läuft, unbedingt das Video über Alu angucken. Da siehst du das Ganze dann auch nochmal in Action. Jetzt werden wir uns einmal anschauen, ob das Experiment hier überhaupt geklappt hat, beziehungsweise ob hier überhaupt was drin ist. Na Halleluja, hier ist was drin. So ein Zufall. Das ganze Wasserthema beziehungsweise Flüssigkeitsthema, das funktioniert nämlich mit Schwerkraft. Das unbedingt im Hinterkopf behalten. Weil du könntest jetzt zum Beispiel auch, wenn du jetzt sagst, du möchtest jetzt eine gewisse Höhe an einem Punkt überwinden, könntest du jetzt zum Beispiel einen Turm nach oben bauen, da jetzt dann die ganzen Pumpen rein investieren, sagen, ja, das ist jetzt, sagen wir jetzt heute mal, du möchtest jetzt zum Beispiel auf dieses Höhenniveau hier hochkommen, wieso auch immer du das willst, aber sagen wir jetzt einfach, du willst jetzt hier so hochkommen in deinem Level, du hast hinten, keine Ahnung, eine riesengroße Fabrik, die hat, braucht unbedingt jetzt hier auf dieser Höhe, die braucht da unbedingt Wasser auf dieser Höhe. Da baust du dir einen Wasserturm, wo das Röhrchen halt bis zu diesem Punkt hier nach oben hingeht und dann kannst du die Rohre aber auch wieder bis zum Boden runterbringen oder auf viel niedriger, wenn du es halt durch den Boden durchbringen willst oder halt unter den Nullpunkt bringen willst. Das ist dem Röhrchen bzw. der Flüssigkeit völlig egal, weil von oben der Druck hoch genug ist. Muss natürlich auch wieder schauen. Hier auch ganz wichtig natürlich das, was wir am Anfang beredet haben, dass du schaust, dass die Pumpen natürlich auch immer schön im Wasser drin sind. Interessiert es das Wasser, was in den Leitungen drin ist, nicht wie oft es dann nach oben und nach unten, wie lang und durch was für Windung es geht, solange es nicht diese eingehende Höhe nicht überschreitet, funktioniert dieses ganze Teil bis in alle Ewigkeiten ohne Probleme und du brauchst am Ende der ganzen Chose keine weiteren Pumpen setzen. Vorausgesetzt, du hast natürlich bei deinem Wasserturm korrekt gearbeitet. Das im Hinterkopf behalten, die Flüssigkeiten funktionieren in Satisfactory mit Schwerkraft. Flüssigkeiten, ganz wichtig, Stickstoff, keine Flüssigkeit, reagiert wieder anders. Das im Hinterkopf behalten. Da wären wir eigentlich ja schon fast am Ende von dem Tutorial, aber ich habe noch eine ganz wichtige Info, die jetzt halt von einem, sagen wir jetzt mal, von einem Spezi von mir ganz unbedingt dringend vorgetragen werden muss. Also, Bühne auf! Aber die Ehre! Du, im Wasser der Fegel Fisch drin, ha!
Ein Holzrädel ist ein glückliches Rädel. Was Zeit und ich schleiche mich jetzt wieder. Hab ich Derry. Der ist echt komisch drauf, oder? Also, wenn du noch andere Themen hast, was Wasser betrifft, natürlich unten gerne in die Kommentare rein, wenn was gefehlt hat, was ich jetzt hier nicht angesprochen habe mit meinen 4000 Stunden Erfahrungen in dem Spiel. Dann bitte erleuchte mich. Wir wollen natürlich auch immer gerne weiter wissen bzw. weiter lernen bei dem ganzen Spiel. Schauen, wo sind noch so Kniffe? Was hat die jetzt zum Beispiel? Oder direkt die Frage, was fehlte dir vielleicht hier jetzt bei diesem Flüssigkeitstutorial, was dich jetzt noch interessiert hätte? Wollt ihr vielleicht noch einen praktischen Aufbau sehen, was da jetzt alles so mit den Flüssigkeiten für Sperrefankel dann zum Beispiel gemacht werden? Oder was jetzt zum Beispiel dir hat jetzt noch im Einzelnen noch mal gefehlt hat? Gerne dazu und in den Kommentar rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal im nächsten Video. Bis dahin, ich wünsche was, bleibt effektiv und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!